Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar wollen wir einmal 20 von den großen Kisten mit Bergungsgut öffnen. Und da bin ich jetzt gerade aktuell auf dem Hunter unterwegs und brauche da noch zwei Teile raus. Einmal Spurensucher-Schrotflinte und Spurensucher-Armschienen. Und ich würde sagen, die probieren wir jetzt einmal rauszukriegen. Let's go hier. Das erste war schon mal nix. Da haben wir ein Upgrade-Item für eine Waffe. Dann haben wir direkt noch ein Upgrade-Item für eine Waffe bekommen. Und noch ein Upgrade-Item für eine Rüstung. Dann ein paar Garnisonsressourcen. Ein Rüstungs-Upgrade-Item. Ah, was haben wir denn da? Da haben wir die Flinte. Guck mal an, Spurensucher-Schrotflinte. Dann sind es jetzt nur noch 7 Items insgesamt und 1 mit dem Hunter. Also das geht jetzt schon mal voran. Dann schauen wir gleich mal weiter. Ein paar Ressourcen. Na, komm, vielleicht die Handgelenke auch noch. Oder Armschienen, wie sie hier heißen. Lass mal die Klasse fertig kriegen. Oh, jetzt habe ich 5-mal Garnisonsressourcen. 6-mal. Da sind dann noch ein paar Orchideen drin. Jetzt haben wir noch einen Gürtel rausgezogen. Okay. Kommen wir schon näher an die Geschichte ran, die ich haben will. Gut, dann kriegen wir noch ein paar Ressourcen. Und noch mehr Ressourcen bzw. Rüstungs-Upgrade-Item. Ein paar Pflanzen. Noch 2. Ressourcen. Und was ist das letzte? Ne. Ein Waffen-Upgrade. Aber die Schusswaffe, was schon sehr, sehr gut ist. Und jetzt brauche ich nur noch 1 mit dem Hunter. Also mal gucken. Vielleicht kriegen wir den demnächst einmal fertig. Juti, damit sind wir durch mit einem kleinen Video. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Opening wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.